Mein Name ist Manuel Blechschmidt von Ehre.Health. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man eine KIM-E-Mail-Adresse an Thunderbird anschließen kann. Und zwar geht das relativ einfach. Ich habe jetzt Thunderbird hier geöffnet. Jetzt muss ich hier auf weiteres Konto hinzufügen klicken. Ich drücke jetzt auf E-Mail. Dann kann ich bei Adresse meine KIM-Adresse angeben. Man sieht hier, dass es sich um eine Avato RU KIM-Adresse handelt. Deshalb kann ich Ihnen auch einfach mein Passwort sagen, ohne dass es hier große Herausforderungen gibt. Weiterhin ist es auch noch so, dass die KIM-E-Mail-Adresse ist mit meiner Test-SMCB verbunden. Und solange Sie diese Test-SMCB nicht haben, können Sie auch nicht in meinem Namen E-Mails versenden und empfangen. Von daher ist das unkritisch, dass jetzt diese Passwörter in dem Video gezeigt werden. Es handelt sich auch einfach um das Testsystem der Gematik. Also ich bin hier nicht im Live-System, aber im Live-System funktioniert es analog. Ich würde jetzt hier auf POP3 umstellen, dann würde ich hier als Hostnamen Localhost eingeben und als Port würde ich den Port 110 eingeben. Was wichtig ist, ich musste den Port in dem Client-Modul von Avato verändern, weil der standardmäßig auf 995 steht. Und zwar gibt es in dieser kim.cm 10 Properties-Datei, gibt es die Property Client-Modul.proxy.pop3.port und hier muss man 110 eintragen. Also 110 ist der Standard, der unverschlüsselte Standard-Pop3-Port und den verwendet man und dann kann man den hier eintragen. Verbindungssicherheit gibt es hier keine. Authentifizierungsmethode ist einfach Passwort normal und der Benutzername, und hier wird es ein bisschen interessant, das ist die KIM-E-Mail-Adresse, dann eine Raute. Dann die IP-Adresse des, POP3-Servers des Anbieters, dann meine Mandanten-ID auf dem Connector, dann meine Client-System-ID auf dem Connector und dann meine Workplace-ID. Und den kopiere ich jetzt und füge den hier ein. Und sehr analoges Verhalten mache ich mit dem Postausgangsserver. Das ist ein SMTP-Server, der läuft auf Port 25, auf Localhost. Dann hier habe ich auch keine Verbindungssicherheit. Ich habe ein normales Passwort. Und hier kann ich auch wieder meinen Benutzernamen übernehmen. Dann kann ich hier auf Erneut testen drücken. Dann wird mir gesagt, es funktioniert alles. Dann klicke ich auf Fertig. Dann bestätige ich noch, dass ich unverschlüsselt mit meinem Localhost kommuniziere, was unproblematisch ist. Und jetzt kann ich auf Beenden drücken. Und dann sehe ich hier, dass mein System jetzt die KIM-Nachrichten abprüft. Hier sehe ich zum Beispiel, wie eine Direktzuweisung aussieht von einem E-Rezept. Mit dem angehangenen E-Rezept-Token. Ich kann hier jetzt auch in die Signaturenprüfung mal reingucken und mal zeigen, dass ich mit der SMCB-Karte vom Vincent Hospital unterzeichne. Genau hier oben steht es, Vincents Krankenhaus. Und hier sieht man auch, dass hier Test-Only hintersteht. Also das sind RU-Daten. Und jetzt kann ich auch nochmal zeigen, dass ich auch eine E-Mail mit verschicken kann. Also wenn ich hier auf Verfassen drücke, dann kann ich an mich selbst eine E-Mail schreiben. Also Hallo YouTube-Video und dann drücke ich auf Hallo Manuel und dann drücke ich auf Senden und es dauert ein bisschen und zwar der Grund dafür ist, ich habe in meinem Connector habe ich die angelogte SMCB und wenn ich die E-Mail an das Client-Modul übergebe, muss das Client-Modul die Dinge erstmal verifizieren und analysieren. Genau, hier habe ich jetzt ein I vergessen in meinem Benutzernamen, das ist nämlich das Problem, das ändern wir jetzt nochmal kurz. Und zwar, wenn ich hier oben auf Einstellungen gehe und dann auf Postausgangsserver hier, dann sieht man, dass ich hier ein I vergessen habe und jetzt drücke ich wieder auf OK und jetzt müsste es auch funktionieren. Hier müsste ich noch einen Postausgang haben, hier ist die E-Mail, dann OK und dann probieren wir es auch nochmal. Genau, und jetzt ist die I auch da, jetzt kann ich das Passwort auch eingeben und kann es auch speichern. Jetzt warten wir ein bisschen, wie schon gesagt, es dauert ein bisschen, weil die Nachricht verschlüsselt und signiert werden muss. Und wenn ich hier jetzt nochmal auf Abrufen drücke, dann müsste jetzt die Nachricht Hallo YouTube ankommen. Und wie man sieht, habe ich auch schon ein bisschen rumgespielt und da ist er. Hallo YouTube von jetzt. So kann man sein Thunderbird an die KIM-Adresse anschließen. Und ich werde sicherlich noch ein paar andere Dinge in anderen Videos zeigen, zum Beispiel wie man den Verzeichnisdienst auf der Kommandozeile befragen kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.